Wie gesagt, ich glaube, ich gehe das Ganze von unten jetzt erstmal an. Weil das höchstwahrscheinlich die falsche Seite sein wird. Okay, können wir uns damit dann schwingen? Scheint mir fast so. Wer flüstert da? Okay, niemand. Dort oben haben wir eine Fährmannsmünze. An die kommen wir, glaube ich, so ran. Ach so, das ist der Greifpunkt, deswegen. Das flüstert da so. So, an die kommen wir ja definitiv mal ran. Halt, nein, falsch. Wie springe ich hier nochmal ab? Das war nicht ganz richtig. Verdammt, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ach so. Da sind auch noch ein paar Mumienfreunde. Wie gesagt, das ist jetzt echt kein Problem. Ihr wollt Stress oder was? Fick dir. Schwupp und weg. Schön, also die Mumien sind echt sehr angenehme Gegner. Treffen wir damit vielleicht beide? Ah, beinahe. Okay, dort können wir auf jeden Fall hochwalljumpen. Halt, hochwalljumpen. Danke. Na komm. Sehr schön. Ist vielleicht sogar der einzige Weg, hier rauszukommen. Da können wir nicht hoch. Dort ist aber eine Kiste wieder. Hä, dort? Ach so. War ja einfach. Ich dachte, die wäre ein bisschen komplizierter versteckt. Ist aber die Verlieskarte. Okay. Und so komme ich dann da wieder rüber, oder wie? Soll ich hier oben stehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht ganz so beabsichtigt war. Ich glaube, das war nicht der richtige Winkel, von dem man das angehen sollte. Halt, genauso wie das falsch war. Wir müssen, glaube ich, von hier aus anfangen. Genau. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir hier so hoch sollen, aber das ist, naja. Machen wir es einfach mal. Was passiert denn jetzt? Ah, ja. Oh. Ah, toll. Aber die sollten wir doch jetzt erreichen. Genau. Jetzt haben wir da einfach bloß ein weiteres. Das ist aber, wie gesagt, das sollten wir eigentlich erreichen können. Wie war das denn? Einfach bloß so. Wieso habe ich denn das nicht hinbekommen? Ich bin doch einfach bloß abgesprungen. Na gut. Irgendwie merkwürdig, aber wie gesagt, bekommen wir schon hin. Die einfache Fährmannsmünze lasse ich mir nicht hingehen. Das ganz bestimmt nicht. Schwupp. Danke. So, und dort können wir einfach so wieder raus. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob diese Gänge da so beabsichtigt sind. Ich denke aber schon. Ansonsten wären sie da wahrscheinlich nicht. Na, keine Ahnung. Zumindest sollten wir hier jetzt rüberkommen mit einem weiten Sprung. Nein. Das ist interessant. Was können wir denn jetzt mit der Bombe freisprengen? Das ist die andere Sache. Ach so, das wird ja immer interessanter. Ach, da komme ich nur zurück. Ja gut, dann muss es ja dort hochgehen. Das wird ja immer interessanter, was wir hier tun sollen. So. Ja, also so bisher von den Rätseln her gefällt mir der Dungeon schon ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, danke. Geht das überhaupt, was ich gerade vorhab? Na, sie ist ja nicht aktiv, das heißt, ich kann sie erstmal dort ablegen. Aber eigentlich müsste es so, eigentlich müsste es die einzige Möglichkeit sein, die wir gerade haben. So, und schwupp. Und zwar ziehen wir das, das Ding ist wieder draußen. Wir brauchen aber zuerst den vorderen. Genau, da können wir uns da gerade noch so ranschwingen und dann den zweiten, der dann runterfährt. Ich glaube, das ist so richtig. Weil wir brauchen ja zuerst was, wo wir uns dranhängen können.
Ich hoffe, Nokfe könnte es dann anschießen von der anderen Seite. Ansonsten wäre das ein echt knappes Timing. Ja, können wir. Sehr schön. Dann sollte es ja eigentlich klappen. Muss ich bloß recht schnell wechseln, aber dann geht es. Halt. Schwupp. Und schwupp. Wunderbar. Sehr, sehr schönes Rätsel, wie gesagt. Richtig, richtig schön gemacht. Und zur Belohnung bekommen wir einen Schlüssel. Tatsächlich. Gut, damit können wir jetzt definitiv mal weitermachen. Zwar hier unten nicht, aber sicherlich irgendwo anders. Das heißt, es war gar nicht so falsch, hier nach unten zu gehen zuerst. Schade, in den Koffern war nichts. Quatsch, Koffer in den Särgen. Nee, okay. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja schon eine kleine Fährmannsmünze mitgenommen. Ich hoffe, hier gab es sonst auch nichts mehr. Diese ganzen Artefakte hätte ich natürlich auch noch ganz gern, aber die alle zu finden wird knifflig. Weil die können ja echt überall sein, so klein wie die sind. Man hat ja mittlerweile schon gesehen, dass die ziemlich mies versteckt sind manchmal. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein Geist. Okay, dafür, dass du ein Geist bist, kann ich dir ziemlich draufhauen. Wow, okay. Gut, du bist jetzt Geschichte. Sie hatte... natürlich. Sie hat Schwester mitgebracht. Aber da muss man aufpassen, dass sie dann so ein bisschen, genau, so nach vorne chargen. Hört man aber ganz gut. Also solange die Soundeffekte da sind, hört man's. Ja, verdammt, das habe ich jetzt mal nicht gehört. Ja. Nee, ist eine Timing-Sache, mehr nicht. Und zwar eine sehr akustische Timing-Sache. Ich verstehe es manchmal echt nicht, dass die Geräusche einfach wechseln. Ist ein bisschen schade. Na gut, aber die Geister sind auch nicht wirklich hart. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie den Schwierigkeitsgrad runtergestellt oder sowas? Weil irgendwie, es wirkt gerade nicht mehr so schwierig, sagen wir so. Vielleicht ist es einfach. Vielleicht sind wir gerade auch einfach gut ausgerüstet für den Dungeon. Kann natürlich auch sein. Hier ist schon mal so eine Platte von unserem Stein. Das heißt, hier brauchen wir vielleicht schon den Fürst mit zu aktivieren. Zumindest sieht es so aus wie das Siegel. Deswegen. Okay, hier unten können wir vorerst mal nichts machen. Den Raum haben wir komplett abgeschlossen. Dort gibt's nichts mehr. Dort können wir noch gar nichts machen. Also dann auf in 2. In 2 haben wir, glaube ich, einen Schlüssel. Geht weiter, solange du noch kannst. Zurück in 1. Kommt es immer, wenn wir in 2 gehen wollen? Okay, ich hab's kapiert. Wir dürfen nicht in 2, dann gehen wir halt in 3. Was auch immer das Böse in 2 ist, dass wir da nicht rein können. Irgend so ein komischer Typ, der seine Ruhe haben will. Okay. Dort haben wir was, kommen aber eigentlich nicht rein. Nee, auch von Walljump ist es viel zu weit. Ja, schade. Hier haben wir auch einen Gang. Das heißt, 3 können wir echt bloß mit dem Schlüssel erreichen vorerst. Gut, machen wir das mal. Das muss ja dann irgendwie zusammenführen. Weil ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass wir zuerst in 4 reingehen sollten, wäre das irgendwie viel zu einfach. Deswegen denke ich, dass es da mal nicht weitergehen wird. Deswegen gehen wir vorerst mal hier rein. Dort haben wir auch den Schlüssel für gefunden, deswegen passt es. So, mehr Mumien? Ja, da noch. Ja, wie gesagt, die Mumien sind jetzt echt gar kein Thema. Ist aber schön, dass man auch mal ein bisschen Ruhe hat und so ein bisschen den Dungeon genießen kann oder anschauen kann. Ist dann vielleicht so ein bisschen mehr puzzelmäßig.
nicht so viel kämpfen wie in der Goldenen Arena zum Beispiel. Weil eigentlich, so gesehen, ist es ja der nächste Dungeon nach der Goldenen Arena, aber die Gegner sind die bisher einfachsten vom, ich würde fast schon sagen, ganzen Spiel. Hallöchen. Na, nein, da konnte ich jetzt gerade nicht raus. Okay. So, jetzt bin ich dran mit einem Chargen. Und bei mir tut's weh. Das ist das Miese, dass ich sie nicht mehr mit der Abschlusskombo bekomme. Das heißt, ich habe zu viel Rückstoß, um die gescheit zu treffen. Also zumindest mit der vollen Combo zu treffen, aber naja. Ich meine, es geht schon. Oh Gott. Also wir machen trotzdem gut Schaden und ja, die sind jetzt nicht das größte Problem. Manchmal hört man es echt nicht, aber kann natürlich auch dran liegen, dass ich die ganze Zeit hier rumlaber und sowas. Also vielleicht, wenn man das Spiel einfach bloß solo spielt, sage ich jetzt mal, hört man es dann vielleicht besser. Und kann da besser drauf reagieren. Das ist halt wirklich bloß eine reine Akustik-Sache. Sogar mehr Akustik als jetzt wirklich vom Visuellen, sage ich mal. Man sieht zwar so einen leichten weißen Schimmer oder grünlichen Schimmer um sie rum, wenn sie es machen. Oh Gott. Okay. Untoter General. Ja, du mich auch. Aha. Du verhältst dich also ganz wie dein alter König. Na, so tot wie der ist, ist er wahrscheinlich auch noch aus der Zeit. Okay, und danach holt er ein bisschen. Jo. Hab verstanden. Kann er bloß den Angriff? Nee. Ah, okay. Ja, und danach muss er immer brüllen. Okay, nicht schwierig, nicht schwierig. Hält ein bisschen aus. Aber ansonsten passt die Sache. Ah, na komm. Ja, danach kann er gleich blocken. Aber man kann ihn dazu dann gleich zu dem Schildschlag bringen. Ja, schade. Ist er echt gerade an meinem Blitzschaden gestorben? Sehr schön. Okay. Das war doch ein bisschen ein kleiner Mini-Boss, so kann man sagen. Da versteckt sich was. Relikt von Etugott. Sehr schön. Aber das hat man auch durchfunkeln sehen. Das heißt, das war nicht so gemein versteckt. Außerdem war es eine große Anzahl von Kisten. Das heißt, es passt, ja. Da sind noch ein paar. Oh, und wie die Särge in den Wänden. Kriegen wir da wieder so viel? Na, schade, so viele Heiltränke. Aber wir haben eigentlich eh gerade alle voll. Und ich hoffe auch mal, dass jetzt nicht gleich nochmal ein Boss kommt. Das heißt, wir können uns mal ein bisschen passiv regenerieren. Wir müssen da nicht gleich immer die ganzen Heiltränke verballern. Hat ja auch so ganz gut gereicht. Wir haben uns zwar ein, zwei Mal blöd treffen lassen. Aber so an sich ein ganz solider Kampf. Okay, lila Krallen. Definitiv gut zum Verkaufen. Da haben wir noch einen letzten Sarg. Vielleicht gibt es ja da eine Truhe. Wobei, normalerweise muss man ja nicht alles im Gebiet zerstören, sondern bloß sehr viel. Das war jetzt zwar schon sehr viel, aber na gut, scheinbar hat es nicht gereicht. Schade. Achso, man kann das Vieh da drin töten, aber den Käfig nicht zerstören. Na, okay. Der ist schon eine Weile länger tot, hat aber eine Schriftrolle für mich. Heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Folge diesen Koordinaten, um ein Geheimnis im Labyrinth des Seelenlenkers zu enthüllen. Norden, Süden, Osten. Wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Weil so viele Schriftrollen, wie wir da jetzt schon gefunden haben, das muss irgendwas Besonderes sein. Wo kommen wir denn hier hin? Irgendwie so eine Art Verlies oder so irgendwas. Zumindest von den ganzen Typen, die hier rumhängen. Wieso hieß hier hinten bloß ein Typ, aber nichts anderes? Hier ist extra nochmal eine extra Ecke. Bloß um diesen einen Typ aufzuhängen. Na gut. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Ha? Wir haben beinahe ein Level-Up. Sehr schön. Aber jetzt sind wir wieder im Hauptraum.
das hat uns irgendwie... Ach so, doch, es hat uns was gebracht. Schau mal. Und wupp. Ach, jetzt kommen wir auf die andere Seite des Raums. Ja, natürlich. Oder auf die andere Seite des Bereichs. Logisch. Habe ich mir gerade gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es ja irgendwie noch eine andere Seite gibt. Nein, ich brauche jetzt nicht den Weg von dir. So, haben wir dort irgendwas Tolles verpasst? Dort oben zum Beispiel. Ach, keine Ahnung. Selbst wenn ich was verpasst habe, dann ja, habe ich es halt verpasst, meine Güte. Wir können da echt nicht alles finden, denke ich. Weil es schon sehr, sehr viel zu finden gibt. Und viel ist es halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, unnötig. So, dich holen wir. Sehr schön. Und dich zerstören wir. Na gut, auch mal eine Möglichkeit, da dran vorbeizukommen. Zwar ein bisschen unkonventionell, kann man sagen, aber macht ja nichts. So, hier runter, dann sind wir in dem Raum, genau. Dort können wir aber immer noch nicht auf die andere Seite. Zumindest nicht so wirklich, wahrscheinlich von da unten, aber... Wir kommen wahrscheinlich bloß so an die Kiste, ja, genau. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal die Kiste und dann hat sich das... Zumindest damit mal. So. Bisschen Kohle, ein bisschen Sensen. Und weiter geht. Die lustige Hatz. Ne, wir kommen da doch rüber. Okay. Was gibt's dann aber da auf der anderen Seite? Da gibt's gar nichts, weil wir gar nicht hinkommen. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich sehr richtig. Okay. Schon verstanden. Doch nicht ganz verstanden, weil ich soll jetzt dort runter. Gibt's hier... Ach, da gibt's nochmal einen Pfosten. Okay. Und schwupp. Die Kamera richtet sich ja immer schön aus, wo man hin soll. Das ist ja auch ein Hilfsmittel. Ein sehr nützliches, sehr schönes.